We are unstoppable. The winners. The sensation that changes everything. We are the biggest show, the fairest dream, the courage to set an example. We are Song Contest. Merci. 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 The 60th Eurovision Song Contest. The worldwide biggest TV event in the world's music capital. An event for the ORF and for Vienna. A celebration for Austria and a party for the whole continent. Europe! Are you ready? 195 million people from more than 40 nations. The whole world is watching. Welcome to the Eurovision Song Contest, live from Austria! 1,700 journalists, 1,300 delegates. We have done the math. It's no secret anymore. Austria is in the lead. The winner is... Austria! Three exciting evenings. Und jetzt genießen wir auch mal den Auftritt des Song Contest Siegerin. Building bridges. From east to west, from north to south, from the past to the future. Eurovision Song Contest 2015, Vienna, Building Bridges. For a second there I thought you disappeared. It rains a lot this time of year. Love.
gut, dann atmen wir. Denn jetzt kommt Startnummer 05 mit That's What I Am. Hier ist Conchita Wurst. Herzlich willkommen hier vor den Toren des Garten der Lüste. Klingt vielversprechend, oder Alfons? Wahnsinn, jawohl. Willkommen, meine Damen und Herren, am Red Carpet des Liveboards 2014. Ja, heuer ist der Zutrittsbereich hier zum Wiener Rathaus noch größer und großzügiger gestaltet als in den Jahren zuvor. Muss auch sein, immer mehr Fans wollen zum Liveball. Und wir zwei, wir werden uns die Stars und Sternchen, die gerade vorgefahren werden zum Wiener Rathaus, schnappen und interviewen, sofern das gelingt. Wir wissen ja nie, was gelingt. Rudi, ruhigere Hand? Warum wackelst du denn so? Nein, nein, der ist eigentlich sehr entspannt. Christina Perry next to me. Diese Frau wird heute performen und hat für meinen Ohrwurm im letzten Jahr gesorgt. Das freut mich sehr. Next to me, actually you see a load of great costumes tonight. Das sind so viele schöne Kostüme. You don't need to get a costume sprayed on. Sie braucht kein Kostüm, das angesprayt wird heute. She's got 70 tattoos. 70 tattoos, is that right? Yes. Which one was the first one? Er ist einer der Filmbösewichte schlechthin, aber eigentlich ist er ganz nett. Er schaut zumindest ganz nett. Billy Zane, it's great to be next to you. How are you tonight? It's great to be next to you. I'm fantastic and better for it. Thank you. Also er freut sich heute und es geht ihm sehr gut. Yeah, that's a good thing. I just said you're mostly the evil guys in the movies, but are you a good guy in your private life? Well, but of course, I'm here, aren't I? I think everyone here is a good guy and a good girl. And clearly it interchanges. Hello. Also wir haben noch gute Mädels und Jungs hier heute beim Liveball. It's the first time for you in Vienna, I guess not, isn't it? I was here for the film ball. I was honored about 2 years ago, but I was always thrilled to come to the Liveball. I mean, certainly it's the greatest party on the planet. 71% unserer Erde sind von Ozeanen bedeckt. Eine faszinierende Welt, in die unser nächstes Abenteuer führt. Also noch einmal tief Luft holen. Und ab geht's. Mit Stickermania lernt ihr jetzt mehr über diese atemberaubende Welt. Unglaubliche Formen, prächtige Farben, eine faszinierende Vielfalt an Lebewesen. Das Finale. Bitte begrüßen Sie Alice Tumler und Andy Knoll. Es ist wunderschön, wir im Finale stehen und alle tanzen. Immer wenn die Musik angeht, dann wollen wir sehen, wie alle tanzen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Finale der großen Chance. Live from Johannesburg, South Africa, la cérémonie du Cora Dilitap. These are the 9th annual Cora All African Music Awards coming to you live from Johannesburg, South Africa. I'm so excited to be here tonight and I can tell you that the crowd here is just as psyched as I am. Good evening, Johannesburg. Are you happy to be here? Yeah. Bonjour à tous. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. À cette occasion, Trace vous propose une galerie de portraits de femmes. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Trace vous emmène aux quatre coins du monde, et plus précisément aux quatre coins des danses urbaines du monde. Du samba rock en vogue au Brésil, au pantsula en Afrique du Sud, en passant par le reggaeton. Stars, bei mir begrüßen Marsha Cross aus Desperate Housewives und Conchita Wurst. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ihr beide wart gestern Abend auch dabei. Wir waren gestern Abend auch dabei. Ja. Naja, was soll man sagen, wenn Liveball-Wochenende ist, möchte man so gut als nichts verpassen. Das ist mir klar. Martha, you had a chance to meet Conchita Wurst yesterday. No, I just met Conchita Wurst. Oh, really? Yeah. Nein, ich habe sie erst jetzt getroffen. So you probably know, of course, that she won the Eurovision Song Contest for Australia. Yes, that is now the lady of the moment. Has the sie ist in aller Munde. Hat es der Hype um die Frau mit Bart auf die USA erreicht? Ja, ich hatte Bilder gesehen, aber ich habe sie nicht mit ihr in Verbindung gebracht. Und dann hat es mir jemand gesagt und dann wusste ich, dass es sie ist. You're probably very famous there. And ich bin mir sicher, dass sie auch dort schon sehr berühmt ist. Und ich habe es einfach nicht gewusst. Gemacht hat. Ja, genau. Ja.
eine Castingshow, genau, in Österreichs der Media mit Namen. Da gab es ein paar Ausgaben und in einer dieser Ausgaben war eben ein gewisser Tom Neuwirth, einer der Kandidaten, der sehr gut singen konnte, aber vor allen Dingen damals auch schon mehr hatte. Du hast einfach gemerkt, er hat die Bühnenpräsenz. Ja? Lass uns einmal kurz reinschauen, weil es interessant ist. Einspielung war mir sofort klar. War dir sofort klar, als du, hast du ESC gesehen, verfolgt so ein bisschen? Ja, ich habe gesehen, den Auftritt habe ich gesehen. War dir klar, der ist das? Ne, das wusste ich schon. Ja, ja, ich habe das ja schon jetzt in Österreich mitbekommen. Okay. Die Conchita gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja. Und ich tue mir noch ein bisschen schwer, weil ich sage natürlich dann eigentlich eher Tom zu ihm. Ja. Aber Tom, Conchita kann man hin und her sehen. Und interessant auch jetzt aus Komponistensicht, da hat ja jemand also offenbar mal Stimmbruch erlitten sozusagen und dann wieder Stimmbruch rückwärts. I've been captured by the sound and the love that